Treffen und diese ehemalige Übergröße will sich einen Süßen suchen. Aber nicht zu süß, sonst wirst du rückfällig. Hast du einen Charme? Vorsichtig, fress dich noch auf. Ich schmeck sicher nur nach Hasenfuß. Dann bringe ich was Schönes zum Knabbern mit und du die Soße. Dann lasse ich euch zwei Freunde mal allein. Hashtag sehr verdächtig. Es war schön, euch zu sehen. Ich weiß, ihr seht mich nicht gerne gehen, aber mein Gang wird euch umwerfen. Oh Gott, sowas Peinliches gibt's ja nicht nochmal. Ja, ja, sie ist furchtbar. Du musst mit ihr ausgehen. Was? Sie betonte, dass wir eine Affäre haben. Sie kauft uns nur ab, dass wir kein Pärchen sind, wenn du mit ihr ausgehst. Nicht doch. Wozu das Magenband? Hätten sie ihr lieber mal den Mund zugetackert. Genau, da liegt das Problem. Sie wird es Larry erzählen. Oh, nein, nein, nein. Es muss doch was Einfacheres geben. Ich ermorde sie einfach. Ihr Grab ist nicht mehr so groß, wie es früher gewesen wäre. Ich mein's ernst. Wenn du jemals wieder mit mir schlafen willst, gehst du mit ihr aus. Wenn du drauf bestehst, auch egal. Und jetzt gehen wir nach oben. Kommt nicht in Frage. Sie ist immer noch da drüben. Ich muss jetzt nach Hause fahren. Aber ich dachte, mach's wir wollten... Gut. Wow, ist das hier ein Wahnsinnshaus? Wer wohnt denn hier? Na du! Wow, ich muss ja voll reich sein. Bist du auch? Ja, wow, meine Finger glühen ja. Ich bin so reich, dass ich Regenbogenfinger habe. Hey, Elias, wollt ihr Musik anstellen? Ja. Oh, das ist der größte Song aller Zeiten. Walden? Jenny, es ist 3 Uhr morgens. Ich weiß und ich bin noch wach. Und ich bin sowas von dicht. Oh nein, deine Finger glühen ja gar nicht. Das kommt, weil er ein armes Schwein ist. Oh, tut mir leid, Alan. Wow. Hast du eine weiche Haut? Hey, fühlt mal, wie weiß sich Alans Haut anfühlt. Oh, ist das weich. Oh. Okay. Hört auf, mich zu befummeln. Du darfst weitermachen. Hi, ich bin Alan. Alan, ich bin high. Was läuft denn hier? Oh, Alan, wir waren auf einer Party, haben getrunken und gekifft und dann habe ich eine Pille geschluckt, die auf einer Brustwarze geklebt hat. Das war wie ein Brustwarzen-Süßstoffspender. Also dann hört mal, die Party ist zu Ende. Schlaft euch erstmal in Ruhe aus. Ja, Alan hat recht. Ziehen wir uns doch aus und gehen nackt baden. Na los! Ja, Sarah hat recht. Ab ins Meer! Ab in die Meer! Er steigt nackt mit heißen Mädchen ins Meer und meine Freundin schläft mit einem anderen Kerl. Gebt mir ein Almosen, Gott. Ich hab dich nicht vergessen, Alan. Da ist eine frische Melone im Kühlschrank. Ach du Scheiße. Sei bitte nicht nackt. Sei bitte nicht nackt. Verdammt. Sei bitte nicht nackt.